Hallo und willkommen zu meinem ersten POV-Video. POV steht für Point of View und bedeutet sozusagen, dass ich euch aus meiner Sicht beim Fotografieren mitnehme. Und ich nehme euch heute hier zu einer Skitour auf die Krebenzen mit. Also quasi ein bisschen outdoors, sportlich unterwegs. Und ich habe immer meine Kamera dabei und das wird auch das Interessante hier sein. Eingepackt habe ich meine Canon EOS R5 mit dem 16 bis 35 mm F4 und einem EF zu RF Adapter, wo der Polarisationsfilter eingebaut ist und die Kamera seht ihr jetzt hier in der Aufnahme. Ja, bei der Tour sind wir ungefähr 900 Höhenmeter auf dem Berg erklommen. Das ist immer recht anstrengend und ich werde mal schauen, dass ich hier ein paar Aufnahmen für euch einblende. Genau, also ich spaziere dann meistens hier rum bei der Tour, schaue einfach, wo coole Lichtsituationen entstehen und fotografiere dann drauf los. Rein zu den Einstellungen, wenn euch das interessiert. Ich bin meistens bei sowas in der Verschlussautomatik, in der Halbautomatik unterwegs. Bedeutet, die Verschlusszeit fixiere ich. Hier in dem Fall war ich meistens bei 1:160 unterwegs. Blende 4 bis 5,6 um den Dreh herum, also für das Objektiv eher offenblendig und bei ISO 100. Ja, und im Grunde geht es einfach darum, ich schaue, was mir gefällt, fotografiere und das sind die Aufnahmen, jetzt sind eigentlich so meine Lieblingsaufnahmen des Tages, bisschen blauer Himmel, geschneit hat, wie man sieht. Und die Aufnahmen sind aber auch stark nachbearbeitet, das muss ich hier schon erwähnen. Kontraste voll hochgezogen, Klarheit hochgezogen, das Weiß richtig schön weiß gemacht. Und ja, es ergeben sich schon trotz schlechtem Wetter, also das Wetter hat hier nicht ganz mitgespielt, es war schon bewölkt. Und trotzdem ergeben sich immer schöne Aufnahmen, so wie hier zum Beispiel. Und da habe ich immer eine riesen Freude mit. Und ja, ich glaube, ich hoffe, das ist ganz cool für euch, das so ein bisschen mitzuschauen, wie das da läuft. Einziges Schwierige ist wirklich mit dem Equipment bei so einer Tour. Man hat einen Rucksack mit, man hat mehrere Jacken an und da ist die Kamera schon klobig und natürlich schleppt man ein ziemliches Gewicht mit drauf. Wohingegen die anderen Tourengeher probieren, Gewicht einzusparen, wo es nur geht. Und ja, man weiß nie im Vorhinein, ob man echt ein paar Fotos hat, die man verwenden kann oder nicht. Und in dem Fall, muss ich sagen, waren auch wenige dabei, die ich jetzt wirklich hierher zeige und auch schön fand. Aber trotzdem bin ich ganz glücklich, die Kamera mitgehabt zu haben. Und eigentlich war es das schon vom Video, weil leider die GoPro den Geist aufgegeben, der Akku war leer. Und die Abfahrt habe ich zwar mitgefilmt, hat aber nicht geklappt. Aber wenn euch solche Videos gefallen, bitte kommentiert drunter, dann mache ich das öfters und das war's schon. Ja, viel Spaß beim Fotografieren. Ciao.